remember our venerable house. Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house. Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Und damit herzlich willkommen zu einem, ja, ich werde es als Let's Play versuchen, Darkest Dungeon. Einem Early Access. Ich weiß nicht, ob es irgendwo sowas wie Safe Game Vibes noch geben wird. Das schon mal als Disclaimer vorneweg. Das ist ein Dungeon Crawler in dem Sinne. Ich würde hier mal neu an. Also ich fange jetzt komplett neu an. Ich habe das Spiel noch nicht einmal gespielt. So. Und wir fangen mal an. Wie gesagt, ich habe das überhaupt noch nicht gespielt. Ich habe es mir gerade geholt und gestartet. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ja, und ich muss mal sagen, ich habe nicht alles gerade von der ersten Eingangssequenz verstanden. Aber so viel ich verstanden habe. Oh, bin ich im Tutorial gelandet? Ja, ich bin im Tutorial gelandet. Map Navigation. To move forward, click on another room on the map display. This will take you to the connection hallway. Okay. Und so viel wie ich verstanden habe, sind wir sozusagen eine ehemals adlige Familie, die nicht mehr viel Reichtümer hat und. Mein Familienoberhaupt, ich vermute mein Vater, hat in alten Büchern ja, Hinweise darauf gefunden, dass das Haus, in dem wir gewohnt haben, eine Macht beinhaltet, also eine große Macht beinhaltet, was so viel bedeutet. Und er hat es versucht auszugraben, hat dabei natürlich so eine Art Tor zur Hölle geöffnet und er hat mir einen Brief geschrieben, ich soll jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wieder alles in Ordnung kommt. Und wir waren jetzt gerade mit der Kutsche auf dem Weg zurück, die natürlich verunfallt ist. Und jetzt werden wir uns mal hier bewegen. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path.
When hold press D to move forward, A to move back, okay. If you prefer the mouse, you can click ahead or behind the party to move them. Okay. Also ist schon irgendwie Insanity. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Oh, Dodge. Sehr gut. Combat is turn-based. On your hero's turn, click a skill icon, then click on the highlighted hand. Also der Combat, der Kampf ist rundenbasiert und wenn mein Held dran ist, dann soll ich auf einen Skill klicken, was hier unten die Bereich ist, und dann auf ein Ziel, was ich damit auswählen will. Wenn ich keine Fähigkeit auswählen kann, ist es, weil mein Held in einer anderen Position stehen muss, um gültige Ziele zu haben. Und wenn ich über den Skill gehe, sehe ich die die benötigt die Sachen. Hier sehe ich zum Beispiel, dass er in der dritten Position, glaube ich, stehen muss. Das hier geht aus der zweiten. Hier muss er in der dritten stehen. Hier geht es auf den ersten Teil. Gape Shot Blast, Take Aim. Aha. Können wir mal das machen? Dodge. Ja, schade. So. Bulwark of Faith. Tod plus 5, Self Sonic Protection. Das gibt mir also irgendwie. Ich weiß nicht, was das Torch bedeutet. Radiant Light. Ich habe hier einen Bonus auf Scouting und auf Monsters. Und dass ich Monster überrasche. Dann kriegst du mir jetzt Damage Modifier minus 40%. Smite. Hier ist Melee-Schaden. Stunning Blow. Versuchen wir den doch mal zu stunnen. Dann sollte er nämlich nicht dran sein, theoretisch. Jetzt können wir ihm einfach mal normal angreifen im Nahkampf. Oh, das macht 9 Schaden. Wow, nice. Er blutet und stirbt. Cool. Perhaps a turning point. Take on. Jetzt habe ich 100 Gold bekommen. Also muss ich weitergehen, okay. While exploring, we often find an object and click or press V. Okay, also wenn ich hier rumlaufe, sehe ich oft Objekte. Ich muss W drücken. Check inside the tent. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Und kann halt dann Sachen looten sozusagen. Halt. Shh. Ja. Ich mag den Grafikstil, der ist richtig geil. Achso. Ich muss nach oben drücken. Ah, okay, ich muss nach oben drücken, um in den nächsten Raum zu kommen. Alles klar. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Pistol Shot darf ich nicht nehmen. Gape Shot Blast. Den darf ich nicht angreifen. Bei dem dürfte ich den auch angreifen. Hero to hit 68%, Hero to crit 2 bis 5 Schaden. Take aim. Dodge, sehr gut. Bin ich dem Fetten schon mal ausgewichen. Stunning Blow auf den würde ich natürlich gerne haben. Aber er hat im Stun widerstanden. Nicht so cool ist. 72%. Ah, das trifft sogar beide, ist ja geil. Das ist genauigkeitsbasiert, aha. Ranged, Smite. Also muss man einfach mit draufhauen. Ah, macht schon ein bisschen Schaden. Aua! Wieso darf er den Hintern angreifen? Schweinerei! Jetzt blutet er auch noch. I need bandage. Kann man sowas machen? Food? Oh nix, ich hab keine Bandagen. Oh, 70% ist ausgewiesen. Shit. Aua! Mann, der blutet immer noch. Mal Stun versuchen. Ja,
Jawohl, das funktioniert. Ich kann den nicht heilen irgendwie. Ich kann den nicht heilen. Vier bis neun. Drei bis acht. Ich glaube, es ist einfach, wenn das mal durchstehen, so durchzukommen. Oh, sehr gut. Acht Schaden. Und guten. Sind gleich nochmal zum Stunnen. Ah, widerstanden. Ich glaube, mein Fernkämpfer stirbt es gleich. Das hat übrigens mir noch angesagt beim Starten des Spiels. Es ist ein sehr schweres Spiel und ich soll mich nicht wundern, wenn meine Charaktere sterben, so ungefähr. Ich kann auch den nicht angreifen. Ist doch kacke. Dann würde ich gerne mal in Verteidigungsposition gehen. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Ah, jetzt muss er aus der Nähe schießen, okay. Jetzt kann er nicht mehr so genau schießen. Ein Schaden. Und der ist dran, dann kann der Engel nochmal ganz normal einkreisen. Sehr gut, hab ich's wirklich geschafft, der hat sogar überlebt. 1300 Gold. Take all. Und ich hab hier. Okay, Quest complete. Click to. Ich würde es gerne noch mit Strap. Nose! Schwanerei. Click to. Quest complete. Click to. Achso, muss das Bild klicken. 5000 Gold bekommen, weil ich es geschafft habe. Und noch 2150 gefunden. Und nichts an Reichtum gefunden. Plus 2 XP. Oh. Er hat 20% Stressresistenz bekommen. Und plus 10 Genauigkeit und plus 3% Crit. Das ist ganz geil. Also ihr seht schon, das ist sowas, was man am Ende jeder Quest oder jedes Dungeons bekommt, wenn man drin war. So zufällig. Gibt es auch negative Varianten. Zufällige Boni. Welcome home. Such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands. They are yours now. And you are bound to them. Defeat the Apprentice, Necromancer, defeat the Swine Prince, defeat Wisthag. Soll ich ihn alles töten? What the shit? I can't, I won't go back. Oh, da muss ich irgendwie erstmal ausruhen. Kann ich die hier, muss ich die annehmen? Nö, irgendwie nicht. Das ist irgendwie. Habe ich die, glaube ich, schon. Ich muss mal zumachen. Get help where you may. On any screen in the game, press to hold hard to see context. Ah, okay. Wenn ich H gedrückt halte, kriege ich hier so einen Hilfedialog. Interessant. Eingeblendet. Rightly on Heroes and Speak Detect and Sheet, they can be renamed und das. Genau, ich kann hier nämlich, wenn ich hier Rechtsklick mache, kann ich denen einen neuen Namen geben. Zum Beispiel kann ich den jetzt mal einfach hier leihen dann. Und. Oh, nicht gespeichert. Rename. So, jetzt ist es gespeichert. So, kann ich den nochmal Guppy nennen. So. Aber wie gesagt, hier stehen noch die Lieblingspositionen von denen. Und ihr Lieblingsziel. Der hier will an den ersten beiden Positionen stellen und auch die ersten beiden angreifen. Hat auch bloß Skills, die, glaube ich, das machen. Und das hier sind seine Camping-Skills, die er hat. Reduce Stress by 10. One Companion. Okay. Was hat der so für Skills? Heal 20%. Remove Target Bleeding. Okay. Clean Guns. Okay, irgendwie kann ich auch noch campen wohl, wenn ich im Dungeon bin. Wenn ich auf ein. Also das war ein Rechtsklick auf die Charaktere. Wenn ich auf ein Haus klicke, dann kann ich damit interagieren.
Ich sollte neue Helden bekommen. Ah, Stagecoach. Abbey. Man kommt hier mal Quests zu Undock. Graveyard, use the fallen ones. Most will end up here. Covered in the poison. Ah, okay, hier hab ich dann eine Zusammenfassung geführt. Awaiting merciful oblivion. Ich will zusammenfassen, wie viele Helden schon gestorben sind wahrscheinlich. Stagecoach, recruit new heroes. Women and men, soldiers and outlaws. Fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Also, ich kann bis zu 4 Helden mitnehmen, wie ich das verstanden habe. Und es gibt unterschiedliche Typen, ihr seht hier gerade schon die Bilder. Ah, und ich sollte ein paar von meinen Anfangsressourcen dafür verwenden, den keine Ahnung, wie man Stagecoach übersetzt, sozusagen die Taverne oder sowas abzugraden, damit mehr Helden herkommen, oder... Okay, hier kann ich einen dritten Helden verfügbar machen. Und hier kann ich insgesamt 11 Helden sozusagen für mich rekrutiert haben. Also ich kann nämlich austauschen zwischen den Missionen. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Ich mach mal den dritten Helden noch verfügbar. So, ich bräuchte auf jeden Fall hier Tractor Recute, ja. A sister of und den wahrscheinlich auch. Pious and unrelenting. So. Shirley. Und wer ist denn das dann? Der, ein Doktor sozusagen. Zu wem passt das am besten? Na komm. Rotfeder. So. Irgendwie ist bei mir gerade der Ton und die Musik zumindest aus. Sie will ein bisschen von der dritten Position fighten. Das ist perfekt. Und der ist halt ganz am Ende. Was hat er für Fähigkeiten? Das sind die Kampfskills, so wie ich das sehe. Das sind die Camping-Skills. Der kann auch den Stress reduzieren. Er kann 50% heilen. Mit 75% Wahrscheinlichkeit. Er kann Resistenzen geben, also sozusagen Buffs. Was kann sie? Oh, sie kann singen. If not religious, she 5%. Okay, wenn die Mitglieder religiös sind, heilt sie damit 5% und reduziert den Stress um 15%. Und wenn sie nicht religiös sind, sind sie erst 5. If religious, reduce chance of nighttime ambush. Okay. Das ist interessant. Ich kann also nachts deutlich weniger überfallen werden, wenn ich diesen Camping-Skill benutze. Heilen kann sie. Die kann die ganzen. Kann alle heilen. Sie kann einen bestimmten heilen. Sie kann jemanden wahrscheinlich blenden. Und sie kann die Helligkeit erhöhen und den Dodge von dem Gegner reduzieren. Das ist ganz geil. Was kann der? Der kann Vergiftungen oder Wunden heilen. Auf Mitglieder und auf sich selbst. Und dann kann der, glaube ich, jemanden desorientieren. Der hat aber generell nicht so eine gerne Angriffssache. Blinding Gas, der kann jemanden blenden. Und der kann jemanden vergiften. Also Blight ist sowas wie Vergiftung. Ja. Hab ich sonst noch was zu tun gerade? Oder habe ich hier sonst nichts mehr? Upgrading Combat Skills. Taverne habe ich nicht. Sanatorium habe ich nicht. Complete more Quests zu Unlock ist es alles noch. Ich muss also mehr abschließen. Dann kann ich hier auch beim Stagecoach noch das erhöhen. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Okay. Trinket Inventory habe ich nichts. Oh, Return to Game. Ja, okay. Das ist dann Embark. Ich finde, das ist dann in Dungeon gehen. A Mecca of madness and morbidity. Kann eh nur in den. Your work begins. Clear path to the boss. Progress 0%. Okay. 100% Room Battle soll ich machen. Hallo? Quest to inspect them. Click on heroes or drag them into the party slots to form an adventuring party. Hä? Achso. 1, 2, 3,
4. So wollte ich den Aufschlag haben. So, und los geht's. The cost of preparedness. Okay, dann kann ich noch was. In gold. Later. In blood. Okay, ich kann Leute unterschiedliche Sachen mitnehmen, je nachdem, wohin ich gehe und wie lange das Quest ist und nach meinen eigenen Vorlieben. Und ich sollte aber immer ein bisschen Essen und Fackeln mitbringen. Ich sollte 8 mal Essen und 4 Fackeln mitbringen für mein erstes. Okay. 2, 3, 4 und Essen, Holy Water, Medical Herbs, Bandages, Food. Oh, das hab ich 9 genommen. So. And break into things. Use to purge evil and restore purity. Okay. Use to unlock strong boxes and doors. Ich denke, ich nehme eine Schaufel mit auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch einen Schlüssel. Und wahrscheinlich noch ein paar Bandagen. Die kann man immer gebrauchen, denke ich mal. Und ich nehme noch eine Fackel mehr mit, so. Ein gut platziertes Unterstützungsitem kann dich oft vor schlimmen Gefahren retten. Gerade bei interaktiven Objekten, die man begegnet. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Also wir fangen jetzt irgendwie im Haus an. Lauf, lauf. Achso, muss mal, ja, logisch. Muss mal hier unten. Ja, dahin will ich. So. Was ist das denn hier? Alchemie-Table. New Metals are synergized. Ah, oh, cool. 50 Gold. Schon besser als nix. Au. Na super. Ambushed by foul invention. Kann ich das irgendwie verhindern, sowas? Nee, ich glaube nicht, oder? Bin ich nur durch die Trap gelaufen und dann... Okay. Okay. Kann ich irgendwie campen eigentlich oder sowas? Nee. Ich hab ja Camping-Skills, aber was bringt mir die? Center Map und Party. Ha? Click on here to next and click on the hero's move skill to change their party position. Click on a fire. Oh, ich brauch. Okay, fürs Campen brauche ich. Brauche ich Feuerholz. Increase the light level. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Even the cold stone seems bent on preventing passage. That shows light is fading. Aha, okay. Ich habe also gerade jede Menge Lichtlevel verloren. Great effect, many. Je dunkler es wird, desto schwerer ist es und desto höher sind aber die Belohnungen. Wenn ich auf eine Torch klicke, geht es ja nach oben. Okay. Ich habe irgendwie jetzt was verloren. Ich glaube irgendwie. Ach ne, weiß sind immer die Erfahrungspunkte, die ich glaube krieg, ne? Ja, 2 Erfahrungspunkte. Constance Heirlooms. Okay. Ein altes Gemälde, was auch immer ich damit machen kann. Jetzt kommt noch ein Kampf. Ah, alles klar. Runde 1. Tempting Goblet. Aua! I. Hat mich irgendeinen Quatsch am Kopf. So, Illumination. Torch plus Target Stun-Based. Dazzling Light. Wir müssen auf den. Da hat der schon mal gestunt. So, der ist mal bei Take Aim. Das auch betrifft. Bump in Net. Ja, der nimmt auch wieder den. So, ich könnte jetzt schon mal. Mir fällt gerade so ein. Nein. Disorientating Blast. Ah, jetzt steht er vorne.
Na super, das wollte ich ja eigentlich nicht. Stunning Blow. Da ist er auch gestunt. Sehr gut. Irgendwie mache ich keinen Schaden bis jetzt. Dafür kriegen meine aber ordentlich Schaden. We should run. Ah, und es gibt noch so ein so ein, ja, ich will mal sagen, Insanity Meter. Oh, er ist fast tot. So, Heilung auf den. Blinding Gas. Stun-based, 100%. Kann ich auf den machen. Weniger Schaden nehmen. Damit ist er auch wieder gestunt. So. As the fiend falls, a faint hope. Nein, das war die Erfahrungspunkte, die ich bekommen habe, glaube ich. Das ist, glaube ich. Nee, das ist dann hier unten wahrscheinlich. Ah, mein Stressmeter ist das. Gut, Jubichen. Pistol Shot. So. Stun-based. Den nochmal stunnen. Ah, so ist der dabei. Crumbles. Sehr gut. Und machen wir halt das nochmal. So, jetzt blutet der nämlich. Oder ist vergiftet, besser gesagt. Aber er möchte einfach nochmal angreifen, ganz normal. Give them no quarter. Ach, funktioniert allerdings. Ist der schon so gut wie in Panik. Oh, Essen. Und was macht Essen eigentlich? In State of Hunger, each party member then consumes one unit per meal. Okay. Ich bräuchte einen Campfire. Ehrlich gesagt. Hier ist nix im Raum. Okay. Dann gehe ich dahin. We should keep moving. Okay, hier ist das. Habe ich eigentlich auch schon alles zerstört. What are we doing? Im Kreis laufen ist das nicht so geil. Okay. Whistles. Hey, ich habe gar nicht W gedrückt. Nur stehen geblieben, ich habe auch nicht drauf geklickt. Schweinerei. Runde 1. Grave Nibble. Aua! Resist. Oh, okay, trotzdem Stress halt. Dodge. Sehr gut. Fällt kurz auf, ich sollte mal. Ne? Sonst stressen die sich hier noch Ewigkeiten. Be gone, sehr gut, mit dem ersten Schlag eingetötet. Au. Na, ja, warum kämpfen die Athena? Das ist echt übel. Ich könnte mein Light hochpushen. 53 plus Stress. Dazzling Light. Das Vieh greift nämlich ziemlich ekelhaft an. Ah, shit. Aber ich will das heilen. Sehr gut. Damit der dann nicht irgendwie. So, Stunning Blow auf das Vieh. Wie geht's jetzt? Kommt er gestunt? Jawohl. Die greift nämlich ziemlich ekelhaft stark an. How quickly the tide turns. Ein Crit und ein Stun. Ekelhaft. Executed with impunity. Der war gestunt. Und dann müsste er den eigentlich töten können. Sehr gut. Hat funktioniert. As victories mount, so too will resistance. Darf ich jetzt eigentlich. Nee, ne? Nee, ich darf die Sachen nur wirklich im Kampf einsetzen. Wenn ich das hier mache. Ah, okay, das heilt auch. Ja, aber nicht viel. 58, kann ich das noch höher pushen? Okay, 83, sehr gut. Sehr gut. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Lights Buff. Okay. Hat er jetzt einen Buff bekommen? Kann ich irgendwie einsehen? Plus 20 Damage, okay, nice.
noch ein Porträt. Plus Stress. Unter 80% oder das plus Stress. Das ist ja echt übel. Du könntest irgendwas. Ne, Blinding ist. Stun-based. Könnte ich hier hinten stunnen. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee mit den komischen Äxten. Jawohl, sogar beide gesehen. Nice, das ist immer geil. Nochmal den versuchen zu stunnen. Er hat resistiert. Denn ich sitze schon. Au, ich muss mich drin immer heilen, wenn ich diese Gelegenheit. Take aim. Ah, oder er greift halt direkt an. 5 bis 11, aber ziemlich ein Low Roll. Meine Güte. Stunning Blow. Der wäre theoretisch noch dran. Komm. Na, ah, der hat schon wieder gegen mich gewehrt. Oh, genau. Ausgewichen, sehr gut. Puh. Heilung, darf ich sich selbst heilen? Ja, dann darf ich sich selbst heilen, sehr gut. So, Blinding Gas. Nochmal. Sehr gut. Solange ich die aus dem Kampf halten kann, habe ich echt noch was gewonnen. Der ist schon mal tot, dann macht einer weniger Schaden. Kann ich den auch noch stunnen diesmal? Jawohl, die sind alle gestunnt. So, einiges kann ich nur den. Nur den einen stunnen. Nein, er ist gedodged. Au. Kannst du mir schon. Ah, er hat geswitcht. Oh, shit. Au. 9 von 22 ist echt ziemlich kacke. Party hier. So, dass man die zu töten sozusagen ein bisschen einfach zu töten, weil ich vermute mal, der hat 24 Leben, der hat anderen 16 Leben. Deswegen denke ich eigentlich, ist eine ganz gute Idee, erstmal die anzutöten, damit ich weniger Schaden bekomme auf jeden Fall. Ha, Dodge. Ich werde mal die Position mit ihr wechseln müssen, sonst wird die am Ende noch angegriffen. Ja, der widersteht echt allem, das ist echt übel. Also ist eine Art, nicht wieder so viel Leben. Ach ne, den anderen habe ich getötet, ne? Stunning Blow. Stun, sehr gut. So. Du machst nochmal ein paar. Nee. Du movest jetzt erstmal mit dem. Und den versuchen wir nochmal anzugreifen. Battlefield Medicine Disorienting. Noxious Blast. Greifen wir den da vorne an. Der, wieder den zum Bluten zu bringen, ist im Prinzip nicht möglich. Das ist ultra gemein. Der hat nur 6. Well struck. 28er Crit. What the shit. Das ist ja übel. Also die Crits sind richtig hart. Der Dodge. Stunning Blow. Jawoll. Dankeschön. Hier und auf den diesmal. Ein bisschen länger überlebt. Ich kann den Gegner nur vergiften. Das ist halt hier. Ich habe 75% Wahrscheinlichkeit, hier habe ich 85% Wahrscheinlichkeit mehr Schaden.
Daher ist es nicht so richtig sinnvoll, irgendwie das zu benutzen. Ich würde den gerne mal heilen. Und dann kann der ihn. Sehr gut. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oh oh, Mortality. Hat Sterblichkeit beinhaltet. Au. Irgendwie hat er jetzt bekommen. In town we only pray for stress relief. Okay. Okay, der klaut irgendwie Items. Wenn er betet, kriegt er nur weniger Stress und wenn das Leben unter 50% wird, hat er weniger Stressresistenz. Na super. Das klingt doch vielversprechend. Ist das irgendeine Falle? Ich denke mal, einen kann ich noch gehen. Wie viel habe ich jetzt hier? 70. Kann ich das nochmal hochpushen? Auf 95. Problem ist, ich habe jetzt hier erstmal nichts und dann. Ja, hier eine Falle. Das haben wir hier. Scouted Traps. Also, wenn ich Traps erkenne, dann kann ich einen Hero nehmen und auf die Trap klicken, um es zu versuchen zu disarmen. Das habe ich besser. Okay, wenn ich den hier nehme und da drauf klicke, disarmt, sehr gut. Das funktioniert. Wenn du eh schon ein Kleptomane bist, kannst du doch da reingucken. A boon at last. Bust, take all. March friends. Hunger. Was ist das? Produce growing hunger amongst the party. Food. Okay. Ich hab das vorhin schon mal gegessen. So. Kann ich mir wieder aussuchen? Falle, was zu looten? Vielleicht gehe ich erstmal da. Auch das Arm, sehr gut. Der hat inzwischen auch weniger Stress. Der hat nur 47 Stress. Der Stress geht wieder runter, wenn man heilt. Das ist schon mal sehr gut. Unburn Torch, okay, Torch, oder? Das ist schon mal ganz geil. Und hier ist. Ach, wie dunkel es geworden ist. 72, sehr gut. Hat wieder jemand Stress bekommen? Ist überhaupt irgendwas drin? Nope. Also in den Räumen ist irgendwie nie was, das ist ein bisschen merkwürdig. Hunger. Oh, okay, Hunger kriegst du echt schnell. What the fuck? Gnawing hunger sets in, turning the body against itself, weakening the mind. Okay, man sollte deutlich mehr Essen mitnehmen. Muss ich mal so sagen. Dat. Soll ich jetzt noch versuchen? Move to this location. Versuch's mal noch. Iron Maiden. Trap. Klaustrophobie hat er jetzt bekommen. Not allowed to gamble. Okay, er kann nicht gamblen. Okay, und wenn es zu eng wird, hat er Angst. Oh, die sehen stark aus. Die sehen sehr stark aus. Versuchen irgendwie zu stunnen. Nein, die haben wir standen. Stress Incarnation. 20 Stress. Der hat halt 99 Stress. Oh fuck. Ich muss erstmal heilen. Jawohl, einer ist tot. Stunning Blow. Ich hab keine Lust auf noch mehr Stress. Ach Gott. Die haben nicht so viel Leben beide. Aber trotzdem keine Lust auf noch mehr Stress eigentlich. Ein Dexter Crit. Dexter Crit geht vielleicht noch. Oder Stress wieder. So,
So, Heilung. Der hat nur noch bis 90% Schaden. Er stirbt. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Heilung, mal bitte auf den. Stunning Blow, komm, jetzt ist der mal gestunt, Junge. Ja, sehr gut. Abschluss einmal. Und jetzt ist das auch noch. Sehr gut. Ich eigentlich freue ich gerade einfach nur drauf. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Das ist irgendwie ein Ehrensymbol, ja. Without tools of iron, you must rely on powerful and indefatigable purpose. Curses through me. Okay, das hat allen Erfahrung. Victoria, sometimes heroes respond to the onslaught of stress by... Okay. Also manchmal, wenn sie extrem viel Stress erleiden, reagieren sie darauf positiv, indem sie sozusagen heroisch werden. Also becoming heroic, also sozusagen Helden werden. Dieser Zustand hält so lange an, bis sie an einem Campingfeuer sitzen oder in die Stadt zurückgehen. Und bedeutet Stat-Bonus und andere Sachen. Aber ich habe kein Licht mehr. Was echt ein bisschen kacke ist. Ich meine, ich muss nicht mehr weit. Ne, da gehe ich nicht nochmal in die Iron Maiden rein. Ne, mach ich nicht. Oh, ich muss nochmal kämpfen. Na geil, ohne Licht. Blinding Gas. Gute Idee. Doppelstun. Wie viel Leben haben die? 8, 10. Den wegmachen vielleicht. Shit. Das hier gibt mir Tod plus 5, Tod plus 5. ...22 halt, ne? Zehn Schaden, das ist halt echt übel. Oh, und 14er Crit, er hat nur noch ganze 0,2 Leben. Oh, scheiße. Injury and despondence set the stage for heroism. Oh, cowardice. Ready to me, my friends. Sehr gut. Das finde ich gut. Heilung. Auf jeden Fall. Wow. 9. Teetering on the brink, facing the abyss. Wenn ein Hero is reduced, also wenn ein Helden auf 0 HP sinkt, dann ist er, kann in diesem Zustand, kriegt er extreme Abzüge für seine Statistiken. Und jeder weitere Schaden hat die Chance, ihn zu töten. Wenn ich ihn heile, kann ich aber sozusagen zurückholen. Aber ich habe ja nichts, um ihn zu heilen gerade. Ja, desto. Das war knapp. Blight and Bleed. Noxious Blast. Dodge. Kacke. You will survive, I judge. So, okay. Es gibt mir ordentlich Bonus. Auf jeden Fall einen Stunning Blow auf den, weil der kann hintere rein angreifen. Der andere hat nur den ersten angegriffen. Nein, gar nicht. Dodge! Dodge! So, diesmal habe ich ihn aber erwischt. Und dieser macht ihn weg. I please the Sacred Flame, okay. So, jetzt heile ich den mal bitte wieder. Damit er nicht mehr so die Chance hat, getötet zu werden. Den stunne ich möglichst nochmal. Jawohl. Jawohl. Dann kam es sogar geschafft. This expedition at least promises success. Geschafft. So, guck ich jetzt rein oder nicht? Guck jetzt rein oder nicht? Ich guck mal rein. Ja. Packs laden with loot.
are often low on supplies. Click hier to exit the dungeon. Habe ich sogar geschafft. Den ersten Dungeon. Hätte ich nicht gedacht. We reclaim what is ours. Haufen von diesen komischen Bildern und so weiter. Ah, und diesen ein Ehrenwappen sind das. Okay, die brauche ich nämlich zum Ausbauen von Sachen. So, was hat der jetzt bekommen? Hat er was Positives? Syphilis. Toll. Ruins Adventurer und dann Ruins. 20% Stressresistenz, hat der bekommen? Sainthood. Okay, der ist also. Der will Heiliger werden oder sowas. Oder ist mit Heiligen. Und hat aber plus 4 Speed bekommen. Soft. Minus 5 maximal HP. Und der? Ruin Scourger. Plus 10% Scouting Chance. Okay. Return to Town. Ja, das sieht doch gar nicht so kacke. Ich würde sagen, Woche 2 sozusagen machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis bald.